Hallo, Totte. Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst in der Kanzlei. Manchmal sind Menschen nicht da, wo sie eigentlich sein wollten. Ich war noch an der Uni. Ich muss noch lernen. Quatsch. Ich hab dich doch mit deinem Freund gesehen. Du spionierst mir nach. So, deshalb warst du heute Morgen so glücklich. Ich war kein bisschen glücklich. Du belügst mich also wegen eines Barkeepers. Ich hab dich nicht großgezogen, damit du dich mit einem dahergelaufenen Barkeeper einlässt. Diesem dahergelaufenen Barkeeper gehört die Bar zufällig. Und er hat das Angebot, sie für 3 Millionen zu verkaufen. Ich meine, du hast es noch nicht drauf, eine Beziehung zu führen, ohne dich darin zu verlieren. Red kein Quatsch. Ich hab das komplett unter Kontrolle. Ich hab den Kuss gesehen. Du hattest dabei die Augen geschlossen. Das war die Sonne. Als mich zum letzten Mal die Sonne geblendet hat, hatte ich plötzlich eine Tochter. Das ist wohl auch schon das Schlimmste, was dir je passiert ist, oder? Sophie. Ich bin Erwachsenmutter. Und ich werde es dir beweisen. Morgen. Morgen. Ist irgendwas? Ich habe euch gesehen. Wie, was meinst du? Komm, jetzt tu nicht so. Ja, was denn? Dani, ich habe gestern gesehen, wie du Jonas geküsst hast. Scheiße. Er ist unser Trainer. Er ist tabu, das weißt du genau. Wenn er jetzt deinetwegen seinen Job verliert, kann unser Team echt baden. Mensch, ich hab's doch nicht geplant. Es ist halt einfach passiert, okay? Ach, und das macht jetzt weniger schlimm, oder was? Okay, vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt? Hast du auch nur mal eine Sekunde an ihn gedacht? Wie es ihm damit geht, wenn er seinen Job verliert, dass er seine Karriere dann an den Nagel hängen kann, ist dir wohl scheißegal. Das ist mir nicht scheißegal. Jenny, ich liebe ihn. Ich weiß überhaupt nicht, was Liebe bedeutet. Aber du weißt es, oder? Sag mal, was findet er überhaupt an dir? Bitte? Ja, ich finde, er hat was Besseres verdient als dich. Meinst du sowas wie dich? Ich hätte es mir doch denken können. Allein Gelaber von wegen seiner Karriere und seinem Job. Es geht dir doch nur darum, dass er auf mich steht und nicht auf dich. Das ist nicht wahr. Das ist wohl wahr. Nein. Na, wie fühlt es sich an, mal die zweite Geige zu spielen, ne? Tolles Gefühl. Willkommen in meiner Welt. Das hatte ich die letzten 3 Jahre und ich habe nie ein Wort gesagt. Ja, dein Pech. Ich habe die Spritze gefunden. Da guckst du blöd, was? Mein Freund hat sich von mir getrennt, wegen dir. Mama liegt im Krankenhaus mit einem Nervenzusammenbruch, wegen dir. Ich habe meinen Job hingeschmissen, wegen dir. Was soll ich denn noch tun? Was willst du von mir? Ich hatte mal einen Bruder. Und jetzt? Hast du dich im Spiegel mal angeschaut? Weißt du, was für ein Wrack du geworden bist? Oder interessiert dich das auch nicht mehr? Weißt du was? Du interessierst mich nicht mehr. Lass mich einfach los, okay? Ich werde mich jetzt um mich kümmern. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe nach oben. Pack meine Sachen. Und dann werde ich durch die Tür verschwinden. Und du wirst mich nie wiedersehen. Und wenn du morgen wieder auf der Straße sitzt oder übermorgen tot bist, dann verreck doch. Soll ich sagen, was ich glaube? Oh ja, bitte. Dafür bin ich doch hier. Ich glaube, Sie täuschen mir Ihren psychischen Defekt hier nur vor. Sie sagen sich lieber in der Klapse landen als im Knast. Habe ich nicht recht? Sagen Sie das allen Irren, Herr Doktor? Ich werde Sie ganz genau beobachten. Machen Sie nur einen Fehler. Sind Sie schneller im Gefängnis, als Sie in die Hände klatschen können. Haben Sie das verstanden?